Nuclear weapons, terrorists, 9/11, terrorists, evil, September 11, the terrorists, war and danger, September 11, terrorism, global terrorism, terrorism, terrorist, 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 the terror, terrorist, terrorist, terrorism, September 11, global terrorism, terrorist, terror, terrorism, September 11, world terrorism, terrorist, terrorism, September 11, global terrorism, September the 11, terror, weapons of mass destruction, September the 11th, terrorists, the evil terrorists, no. Terrorism. Terrorismus. Die Worte werden auf hypnotisierende Weise wiederholt. Terrorismus, Terroristen, Terrorbedrohung. Und natürlich vermutlich Verbindungen zu Al-Qaida. Aber es ist der sogenannte Krieg gegen den Terror, der uns 24 Stunden pro Tag umgibt, als wäre es der Mittelpunkt unserer Existenz. Eines Tages werden unsere Kinder zurückblickend fragen, wie wurde damals der Krieg gegen den Terror gewonnen? Die gesamte herrschende US-Elite sieht den Terrorismus als ein Mittel, vielmehr das Mittel, um für gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sorgen, um ein Feindbild für die Gesellschaft zu erschaffen und sie so zusammenhalten zu können. Nach der neokonservativen Lehre von Carl Schmitt muss man einen Feind haben, um eine Gesellschaft haben zu können. Das ist eine sehr gefährliche Sache, denn die gesamte gesellschaftliche Ordnung, die politischen Parteien, Intellektuelle, Politik insgesamt, alles auf einem monströsen Mythos aufgebaut. Monstrous myth. Schaut, was die CIA in diesem Land getan hat. Was sie uns angetan haben, ist unglaublich. Schaut euch die Terroranschläge an, die hier passierten. Die CIA steckt hinter den meisten davon, wenn nicht hinter allen. Wir hatten die Sprengung der Botschaft in Kenia. Wir hatten Pan Am 103. Wir hatten USS Cole. Wir hatten Oklahoma City. Wir hatten das World Trade Center in 1993. Sie halfen den Terroristen, das World Trade Center das erste Mal in die Luft zu jagen. Sie bauten die Bombe und besorgten den Führerschein. Der Informant, Ahmed Salam, ein ehemaliger ägyptischer Armeeoffizier, war beauftragt worden, die Bombe zu bauen. Er fragte seinen FBI-Vorgesetzten, wir bauen das Ding als Blindgänger, oder? Und der FBI-Vorgesetzte sagte, nein, wir werden eine richtige Bombe bauen. Das FBI hat die World Trade Center Anschläge von 1993 tatsächlich selbst ausgeführt. Sie gaben Ahmad Salam $1 Million und echten Sprengstoff und beauftragten ihn, eine Bombe zu bauen und sie dann den von ihm kontrollierten Leuten zu geben, damit diese den Anschlag auf den World Trade Center Komplex durchführen konnten. Aus ihrer Sicht wurden jedoch leider nur 6 Menschen dabei getötet. Nicht genug, um die Gesetze durchzubringen. Also musste 2 Jahre später im April 95 das Murrah Building in Oklahoma City dran glauben. Mit diesmal 168 Toten. Ein Jahr später werden die Antiterrorgesetze, die uns die bürgerlichen Freiheiten nehmen, verabschiedet. Um 9:30 heute Morgen führten wir tatsächlich eine Übung für eine Firma mit mehr als 1000 Leuten durch, auf Basis von gleichzeitigen Explosionen an exakt den Haltestellen, an welchen die Anschläge heute Morgen passierten. Mir stehen immer noch die Nackenhaare zu Berge. Um das klarzustellen, sie führten eine Übung durch, wie sie mit diesen Bombenanschlägen fertig werden würden, und dann wurde es während der Übung Realität? Exakt. Wir sollen glauben, es wäre eine Art Zufall, denn es gab genauso Antiterrorübungen an 7/7. Und wieder, wie am 11. September, handelte es sich um dieselben Ziele, dieselben U-Bahn-Haltestellen, zur exakt selben Zeit wie die tatsächlichen Anschläge. Das Ganze dient als eine Art Deckungsoperation für etwas, was auf welche Weise auch immer von Regierungen durchgeführt wird.
Ich bin absolut erschüttert darüber, wie wenig die amerikanische Bevölkerung denkt. Wir sollen tatsächlich glauben, dass ein arabischer Kerl, der irgendwo in den Bergen lebt, diese akribisch genau geplante und durchgeführte Attacke auf die USA finanziert hätte. Denkt ihr wirklich, irgendwelche Leute in einer Höhle wären in der Lage gewesen, die gesamte Luftverteidigung auszuschalten? Denkt ihr wirklich, irgendwelche Leute in einer Höhle wären dazu in der Lage gewesen, all das zu veranstalten? Und wenn ich daran denke, wie viele Amerikaner in New York City ermordet wurden, insbesondere wenn man, wie ich, davon ausgeht, dass das ein Inside-Job war, eine Geheimdienstoperation aus dem Lehrbuch, welche schon die Nazis durchgeführt haben und wieder durchgeführt wurde. Amerika ist ein weiteres Mal verarscht worden. Ich muss euch nicht sagen, dass es schlecht läuft. Jeder weiß, dass es schlecht läuft. Der Dollar wird immer weniger wert, Banken gehen bankrott, Ladenbesitzer halten eine Waffe unter der Ladentheke und Punks ziehen durch die Straßen. Es hört überhaupt nicht auf und keiner weiß, was man dagegen tun kann. Wir wissen, dass man die Luft kaum mehr atmen, das Essen kaum mehr essen kann. Wir sitzen da und sehen im Fernsehen, wie uns ein Lokalreporter berichtet, dass es heute 15 Morde und 63 Gewaltverbrechen gab, als ob das das Normalste der Welt sei. Wir wissen, dass es schlecht läuft. Schlechter als schlecht. Sie sind verrückt, als ob alle verrückt geworden wären. Deshalb gehen wir nicht mehr aus dem Haus, weshalb die Welt um uns herum immer kleiner wird. Und alles, was wir dazu sagen, ist, bitte lasst uns wenigstens in unserem Wohnzimmer in Ruhe. Lasst mir meinen Toaster, meinen Fernseher, meine Stahlgürtelreifen, dann werde ich nichts sagen. Lasst uns einfach in Ruhe. Aber ich kann euch nicht in Ruhe lassen. Ich will, dass ihr wütend werdet. Ich will gar nicht, dass ihr demonstriert oder randaliert oder eurem Abgeordneten schreibt, denn ich wüsste nicht mal, was ihr schreiben solltet. Ich weiß nicht, was man gegen die Depression, die Inflation, die Russen, die Straßenkriminalität machen kann. Ich weiß nur, dass ihr zuerst mal wütend werden müsst. Ihr müsst sagen, ich bin ein Mensch, verdammt nochmal. Mein Leben ist kostbar. Ladies and Gentlemen, bereits das Wort Geheimhaltung ist in einer freien und offenen Gesellschaft geradezu abstoßend. Und aus historischer Sicht ist uns als Volk die Ablehnung gegenüber Geheimgesellschaften, geheimen Schwüren und geheimen Handlungen bereits angeboren. Denn wir sehen uns weltweit einer gigantischen und rücksichtslosen Verschwörung gegenüber, die zu verdeckten Operationen greift, um ihren Einfluss zu erweitern.